Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Destiny Exit Projekt. So, jetzt werden wir uns ein bisschen beeilen, ein bisschen Sand abfarmen. Denn wir müssen unser Spawner wegmachen, beziehungsweise Spawner fertig bauen. Und dazu brauchen wir noch ein bisschen mehr Sand. Das lohnt sich auch. Das lohnt sich auch später halt für Erfahrungspunkte mäßig und halt allein von den ganzen EP-Punkten, die wir dann da haben. Und natürlich auch durch die Lohnrouten, die wir dann als Brennstoff nehmen können, zusätzlich. So. Ich glaube, die sterben auch sowieso automatisch, wenn die auf Wasser kommen, ne? Ich glaube, da kommen wir die gar nicht richtig besiegen, weil den müssen wir anders bauen. Da hinten müsste ich auch noch den einen Spawner um, beziehungsweise den einen Turm da umbauen. Oder schaue ich mal, wie ich das mache, ob ich da jetzt einen Weg hinbaue. Direkt hin. Oder einen Untertunnel, das natürlich auch dann wieder lange dauern wird, ne? Wenn ich da einfach einen Weg rein mache, der natürlich etwas breiter wird, natürlich muss ich mal schauen, wie ich das mache. So, wie viel haben wir schon mal? Können wir jetzt mal noch einen Stack schon mal fertig machen? Da brauche ich aber noch mehr. Zwei Stacks bräuchte ich auf jeden Fall. Können wir mal eben tauschen. Ja, zwei Stacks werden, glaube ich, erstmal, na, weiß nicht, ob die reichen könnte auch nicht. Die Spawner sitzen schon etwas höher und ich habe das natürlich ein bisschen tiefer gebaut. Muss mal schauen, vielleicht baue ich es noch etwas kompakter zusammen. Da muss ich halt noch ein bisschen mehr drauf schlagen. Ist aber auch egal. Oder ich baue halt ein paar Pistons dazwischen, dass die Monster halt noch ein bisschen mehr attackiert werden. So. Weil die Tower-Dinger sind ja limitiert und irgendwie funktioniert auch irgendwas mit einer Kapsel. Ich weiß aber noch nicht, wie das genau funktionieren soll. Muss ich auch mal gucken. So, wie viele haben wir da? Eine mal da. Ah, da fehlen auch wieder welche. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt brauchen wir aber noch ein paar. So, das machen wir jetzt noch voll. Wollen wir unbedingt auch die Smeltree-Sachen, das lässt sich schnell abbauen. Eine Schaufel, ich kann gleich 3x3 machen, das ist doch gleich sinnvoller. Na komm mal. Sei nicht so schüchtern. 2, 3. So, wie viele fehlen noch? 3 Stück. Geile Matiko. Wahoo! So. Jetzt gehen wir wieder eben kurz da unten, damit sie wieder bestimmt wieder ein paar Sachen kloppen hier. Na, noch ein paar Armadillos hier. Wie viel? Da ist auch keins mehr drin, alles klar. Da können wir noch ein bisschen weiter runterbauen. Das ist ja erst gesagt hier nur provisorisch alles. So, und hier machen wir jetzt erstmal die Fackel weg, da können wir besser langlaufen. Ja, Hauptsache hier vorne ist alles voll hier. Hauptsache da vorne ist erstmal alles voll. So, aua. Ist natürlich gar nicht geil hier jetzt. Deswegen ist ja obermäßig voll hier. Mit den ganzen Spawnern. So, erstmal irgendwie reinkommen vielleicht. Oder überhaupt irgendwie da reinkommen, das wäre eigentlich sinnvoll. Ich glaube, das wird noch schwieriger. Da überhaupt reinzukommen. Ich glaube, ich mache da Glas hin. Baue mich dann da unten durch. Wie? Geh mal weg. Zieh doch mal da Glas hinpflanzen. Komm schon. Dann lass ich mal im Kehr. Können wir nicht aus dem Ding hier eigentlich raustrinken? Ah. Mal so, einmal so. Ich meine, da konnte man raustrinken. Naja. Da hinten brennt es auch noch. So, machen wir jetzt mal hier ein bisschen Platz. Ich brauch doch nur hier vorne irgendwie einen hinbekommen. So. Wupp. Da kriegen wir jetzt keinen hingesetzt. So, jetzt ist erstmal hier Ruhe. Hier ist jetzt
erstmal Ruhe. Das ist, glaube ich, auch besser so. So, links, rechts, erstmal das und dann müssen wir uns irgendwie nach unten hinbauen. So. Ich glaube, da müssen wir noch einen hintergehen. Machen wir noch eins vorsichtshalber. Zwei. Ah, die müssen wir auf jeden Fall gehen. So. Natürlich auch noch Fackeln hier. Jetzt weiß ich gar nicht, wo die Mitte ist. Das ist natürlich jetzt blöd. Wow. Erstmal hier ein bisschen Catching on Fire. Wow. Geht's auch ein bisschen flapp, oder? Alter, spinn, 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 spinn. Boah, ich will hier nicht drauf gehen. Ich will hier kein Stück drauf gehen. Glas rein. So, wo muss ich hin? 2, 3, irgendwie weiter. Ne, hier ist... Ah! Place. So. Okay, die Reihe muss ich gehen. Nur wie weit weiß ich jetzt auch nicht. Doch, da... Zwei Reihen breit. Hier muss ich dann erst um Ecke schlagen. Ja, alter Schwede. Geh mal weg. Geh weg. Junge. So. Ich sag doch, geh da weg. Geh weg. Ich will den doch nur dahin bauen. Hallo. Dankeschön. Ah, hier. Na, das war doch irgendwie klar, oder? Mache ich eigentlich auch noch Glas hin? Ja, komm, wir machen hier mal Glas hin. Ist auf jeden Fall, dass die Ecke schon mal hier weg kann hier. Das sind nämlich richtig gemeine Spawner hier alles. So, die Zweie müssen ja auch schon wieder Mist gebaut. Uff, Glück gehabt. Da muss man auf Uhr gucken. So. Weil das wird jetzt in der nächsten Zeit passieren, dass wir den Spawner ja fertig machen. Dum, 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 dum. Diamant haben wir ja genug, sonst müssen wir ein bisschen farmen gehen wieder. Aber ich glaube, in der Zeit reicht das erstmal. Sonst machen wir noch Efficiency drauf und verzaubern die einfach mal. Das geht ja auch eigentlich. Jetzt muss ich hier noch die wegtun. Die hin tun. So, wenigstens wird es dann hier gut abfarmen können hier. Die brauche ich, glaube ich, auch die Reihe. Oh, warum Armadillos? Ey, könnte nicht auch noch weggehen? Schauen wir mal gerade, wie weit muss ich denn ungefähr? Ich glaube, ich muss da hinten weiter. Weil hier ist ja Date. Genau, das Glas. So, jetzt muss ich den mit dem tauschen und dann einfach schnell so. Zack. Nice. Nächst. Voila. Können wir einfach weggehen? So. Nächste Reihe ausgemerzt. Das wird natürlich jetzt ein bisschen schwerer. Das wird jetzt richtig tricky da drin, ne? Ich glaube, das war jetzt Ende. Beziehungsweise kein Ende. Hier kommt nämlich auch der Block hin. So. Bis dahin muss ich auf jeden Fall bauen. Ja, der gute alte Spawner hier in Pfeffer, verdammt. Warte mal, kommt hier Glas? Was kommt hier hin? Was kommt hier hin? Was kommt hier hin? Was kommt da hin? Was kommt da hin? Ah, shit. So, machen wir Glas hin. Habe ich gerade keine Ahnung, wo das hin sollte. Da sind einfach nur noch Monster bis zum Erbrechen. Das ist unglaublich hier unten. Hoffentlich brennen die Spinnen auch da oben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie weit ich da hinten hingehen muss. Der Weg ist auf jeden Fall hier. Weil die Seite hatte ich ja schon fertig gemacht. Oh. Weg. So, jetzt hier schon um Ecke.
Ja. Alter, der glitscht hier rum. In der Sausack. So, mach einfach so. Jetzt gehen wir mal einfach hier weiter. Alter, wie viel da los ist. Ich hoffe, wenn ich da reingehe, bin ich tot. Das überlebe ich auch nicht mit einer Scale-Rüstung. Weil das ist ja auch schon extrem mit der Scale-Rüstung. 10 Level up. So, ich will eigentlich nur einen Block hinsetzen. Aber da komme ich... Oh, geil, Block. Puh. Nein! Lass mich hier drin. Geil. Fackeln rein. Ja gut, ich bin blind, aber das ist jetzt relativ egal. Na, verdammt. Ich hab nicht aufgepasst. Hier kommt doch noch nichts hin. Puh. War das knapp, ey. Jetzt können wir den Raum erstmal drunter ausheben und danach kommt Glas um Glas nach. Und dann sehen wir eigentlich die Ausmaßen, die eigentlich da sind. Dann müssen wir so langsam aber sicher die Spawner dann da fertig machen. So. Hier kann ich noch, da kann ich noch. Hier tausche ich mal eben das Glas gegen das aus. Ich würde sagen, back's hier rum. Backt er jetzt herum oder kann ich den schlagen? Komm, ich lasse ihn mal eben runter. Junge. Alter, wie viel noch? Yay! Bist du echt? Dann bist du gespawnt. Meine Güte, was für Ausmaßen auch mal Monster sind. Seht ihr das? Krank, ey. Quank, 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 quank. Schlimm ist, sie verfolgen mich auch in gewissen Sinne ja auch. Weil die mich ja schon mal gesehen haben, alle. So, jetzt muss hier genau zwei drunter Blöcke noch runter. Hier muss nicht, aber hier müsste auch noch so. Das schaffen wir auch noch. Da muss zwei Blöcke hin. Der muss zwei Blöcke hin. Ja, ich muss da hinten auf jeden Fall noch weiter runter. Weil das ja noch weiter in die Mitte gehen soll. Aber das geht ja noch erstmal hier runter. Also können wir das erstmal hier ein bisschen ausbauen. Da kann ruhig Monster spawnen ohne Ende. Das ist mir eigentlich vollkommen peng. Ich werde aber nicht so einfach reingehen, weil ich werde dann auf jeden Fall sterben. Hier zwei, da zwei. Hier müsste auch noch eine Reihe dran. Armadillo, ey. Das hat mich erschrocken. So, Fackeln hinsetzen. Darf nichts spawnen. So. Ich was zu essen? Oh, noch ein bisschen Brot. Sollen uns auch bald drum kümmern. Jetzt können wir auf jeden Fall die Monster nicht mehr raus. Das ist nämlich für allgemein auch so besser. Puh. So, die Mauer, die muss ja auch sowieso weg, damit das ein bisschen schöner aussieht. Die muss auch weg. Die gehören natürlich auch dann dazu. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber egal. Mal gucken, ob ich dann den Cleanstone nehme oder Cobblestone. Ich kann da hinten auch aus diesem einen Gebäude das alles rausholen. Oder verbrenne halt Cleanstone, beziehungsweise mach mir halt Cleanstone. Oh. Das wäre jetzt auf jeden Fall clever. So, ich muss bis dahin. Hier muss auch noch Stein rein, da fehlt nämlich auch einer. So, eben noch schnell diese Reihe hier und dann ist gut. Sollten wir aber noch schnell hinkriegen. Ah, wir kriegen auch das da vorne, da kriegen wir schon mal das ein bisschen weg hier. So, dann können wir in der nächsten Folge versuchen, in so 30 Minuten das schnell fertig zu machen. So. Schnell ein paar Fackeln hinsetzen. Und dann würde ich sagen, ich locke mich an dieser Stelle aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash-LP und tschüss.